Jo, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir zurück nach Eselia zurückgekehrt. Colette scheint eine komische körperliche Wandlung durchzunehmen, von der wir bisher noch nicht gewusst haben. Und ja, ist deswegen ein bisschen erschrickt und in Ohnmacht gefallen. Und wir sehen mal nach ihr, falls wir es schon können. Nämlich hier drinne. Ja, und gerade weg, das ist ein gutes Zeichen. Ist in Ordnung. Kommt, ich heile euch. Jawohl. Seid vorsichtig. So. Colette ist irgendwie auch nicht hier. Na gut. Wo dann? Ja, so viel dazu. Wo ist Colette? Weit können die ja nicht sein. Ich habe Eingang irgendwo. Ach, da seid ihr. Colette, geht's dir wieder gut? Ja, ich glaube, tut mir leid, dass ihr euch alle Sorgen um mich gemacht habt. Ich habe das Ersuchen von Phaidra und Frank angenommen. Die Auserwählte zum Haus deines Vaters zu begleiten. Zu Paps? Wieso? Großmutter sagt, Zwerge wissen mehr als alle anderen über Kruxus-Kristalle. Ah, so, ja, wahrscheinlich. Ich komme mit. Ich sollte Plaps eh ab und zu besuchen. Na schön, nachdem ich die Auserwählte abgesetzt habe, werde ich zu Kruxus zurückkehren. Aber was ist mit China? Ich habe veranlasst, dass sie benachrichtigt wird. Sie wird bald wieder zu euch stoßen, wollte ich auch gerade sagen. Alles klar, dann gehen wir zu Plaps. Ah, das verfluchte Schwert von Nebelim. Wo kommt das denn eigentlich so bei Maya? Was ist denn da, Prisea? Okay. Mein Gott, was habe ich denn schon wieder für eine Truppenzusammensetzung? Wohl. Kratos, Colette. Ja. Hostess, der jetzt war. ちょっと雰囲気もちょっと3回ぐらい。ハロ。過去の手せやらで起こったハーフエルフの虐殺事件の際、死亡者の人間を一人残らず殲滅したディザイアの英雄だ。英雄。指導精神にあふれ、同志には優しく、敵には基人のごとく大したという。人から見ればとんでもない悪党なのに、ハーフエルフから見れば、まさに英雄なんだな。 Indiz, dass Kratz nicht in unsere Truppe bleibt, weil wir können nicht auf der Weltkarte. Wir konnten bis jetzt noch kein letztes Mal auf Weltkarte. Das bedeutet, wir können keine anderen Orte mit Kratz besuchen. Das bedeutet, wir können keine Cutscenes mit ihnen auslösen oder Quests und so. Das bedeutet, der verlässt uns bald. Jetzt Fähigkeiten. ja, soll ich noch ein bisschen weiter hier rumlaufen, weil
Scheint ja die ganze Zeit Cutscenes runter zu regnen. Hallo Mutter, ich bin wieder zurück. Es ist deinem Ex zu verdanken. Ohne ihn wäre ich nie so weit gekommen. Ich werde stärker, aber ich brauche es immer noch. Nur noch ein bisschen länger. Okay, keine Szenen mehr. Hi Dirk. Leute. Paps, wie geht's dir? Ist bei dem Erdbeben was passiert? Diese Gegend liegt auf felsigen Untergrund. Es ist überhaupt nichts passiert. Dirk, wir sind auf der Bitte von Colettes Familie. Sie braucht ihre Hilfe. Ich fürchte, ich weiß absolut nichts über Akruxes Kristalle. Super. Auch wenn sie eine weiterentwickelte Form von Exvias sind. Es wäre voll besser, wäre wohl besser, einen Zwerg auf diesen Tetrahorler zu fragen. Oh, also weiß nicht mal du etwas über diese Dinger? Es tut mir leid, dass ich euch nicht helfen kann. Aber bleibt doch wenigstens über Nacht, um euch etwas auszuruhen. Das muss ich leider höflich ausschlagen. Oh, na schön. Warte, gehst du wirklich zurück zu Kruxis? Ich bin ein Engel von Kruxis. Warum hast du dann Yggdrasils Befehl nicht befolgt und den göttlichen Keim in Ruhe gelassen? Ich habe meine Gründe, das ist alles. Aber Mathilde ist trotz unseres Eingreifens nicht verloren. Das entspricht Yggdrasils Wünschen. Es stimmt also, du bist wirklich unser Feind. Lloyd, was ist? Wenn du die Außerwelt retten willst, solltest du dir die Aufzeichnungen aus dem alten Kalan-Krieg anschauen. Vergiss nicht, was das Einhorn am Omasi-See gesagt hat. Warte, warum arbeitest du mit Kruxis zusammen, wenn du doch ein Mensch bist? Was hat er bloß vor? Genauso habe ich mir irgendwie gedacht. Direkt nachdem er uns verlässt, kommt China. Hey, war das nicht Kratos gerade eben? China, ja, er ist zurück zu Kruxis gegangen. Ich verstehe, er ist also wirklich unser Feind. Ja, naja, jedenfalls, willkommen zurück. Danke, wir haben den göttlichen Baum aufgehalten. Dem Himmel sei Dank. Allerdings. So, und nun? Zellos, was los? Ich wette, dein Leben war bis jetzt beschissen hart, was? Mann, du hast es ja drauf, die Leute aufzuheitern. Haha, na, mach dir mal keine Gedanken. So, und jetzt bist du jetzt allmählich mit deinem Latein am Ende. Was soll das denn heißen? Der göttliche Baum, den wir für das Tollste vom Tollen hielten, flippt aus, unsere schnucklige Colette kriegt eine dämliche Schuppenpest. Es ist doch nur normal, wenn man die Schnauze voll hat. Ich werde nicht aufgeben, nie. Wenn ich aufgebe, könnte ich nie mehr den Leuten in die Augen sehen, die meinetwegen gelitten haben, also werde ich bis zum bitteren Ende kämpfen. Ich kann nicht aufgeben. Hitzköpfig und stur wie ein Maulesel. Naja, ich schätze, das mag ich so sehr an dir. Danke. Ja, der sagt genau das gleiche. So. Du bist viel reifer, bin stolz auf dich, mein Sohn, ja. Was ist hiermit? Haben wir schon wieder welche? Wo krieg ich den Granulat her? Na. Ich tue ja voll selten irgendwie mal Gegenstände von Gegnern oder so bekommen. Und die anderen auch hier. Riegel, na? Colette hat ihr Leiden die ganze Zeit verborgen und immer ein lächelndes Gesicht gezeigt. Ja, und ich habe es wirklich nicht gemerkt. Wieder nicht gemerkt. Sie ist ein tapferes Mädchen. Es erfordert enorme Kraft, an jeder Situation ein Lächeln zu zeigen. Colette verbirgt ihre Schmerzen, dabei kann sie doch ruhig ihre wahren Gefühle zeigen. Sie weiß um die Macht der Worte. Macht der Worte? Dein Wille zeigt sich in den Worten, die du sprichst. Du bist dich um Verwünschungen oder Worte der Freude handelt. Die Seele dieser Worte schafft Macht. Ich verstehe, dann sage ich es jetzt laut. Ich werde Colette und beide Welten retten. Na, Neusch. Adler. Du bist der Espresso, ja. Die Gegend erinnert mich an Rosette. Ja, die ganze Gegend ist von einem Wald umgeben. Leute, ich habe das von Chocolate gehört. Und von Marble.
Ja, und von anderen Dingen auch. Hat es dich verletzt, dass Chocolate dich so hasst? Naja, schon. Es ist schmerzhaft, wenn dich jemand hasst. Selbst wenn ich es verdient habe. Verstehe. Aber ich werde alles tun, um es wieder gut zu machen. Auch wenn ich es nicht ganz wieder gut machen kann. Auch dann, wenn sie dir nie vergibt? Es kommt nicht darauf an, ob dir vergeben wird oder nicht. Die Anstrengung zählt, das glaube ich jedenfalls. Na super. Mich sehr beruhigen. Tja, was machen wir jetzt? Wir müssen erfahren, wie die beiden Welten auseinandergerissen wurden. Bevor wir herausfinden können, wie wir sie retten können. Wie die Welten auseinandergerissen wurden. Ich frage mich auch, aber ich wüsste auch gerne, warum Yggdrasil die Welt in zwei geteilt hat. Meinst du nicht, er wollte den göttlichen Keim schützen, um dadurch Martell zu beschützen? Aber weil die Welten auseinanderdriften, haben sich die Bedingungen geändert. Und der göttliche Keim wurde instabil, stimmt's? So beschützt er sie doch nicht. So bringt er sie eher in Gefahr. Lloyd, ab und zu machst du tatsächlich ganz intelligente Aussagen. Du hast völlig recht. Ab und zu? Autsch, Professor. Wer, warum und wie, das müssen wir herausfinden. Bis jetzt wissen wir nur wer. Okay. Ah, China. Wenn man bedenkt, was vor dir liegt, sollst du vielleicht mit den anderen reden. Bin ich doch gerade. Irgendwie fehlt mir ja einer. Genis. Wo ist Genis? Hier ist Genis. Leute, ich glaube, ich fange an, die Menschen mehr und mehr zu hassen. Es tut mir leid, Genis. Du musst dich doch nicht entschuldigen, Leute. Ich mag dich und die Leute aus Iselia auch. Aber wenn ich mir überlege, dass es noch viel mehr Leute gibt, die so denken wie der Bürgermeister. Ich erinnere mich an eine Schulstunde, in der Professor Rain sagte, dass Wörter existieren, damit die Leute sich untereinander verstehen können. Und was macht man mit Leuten, die nicht verstehen wollen? Genis. Tut mir leid, ich möchte es ja gar nicht an dir auslassen. Vergiss es. Na, ist schon gut. Ja, wenn man die ganze Zeit mit durch die Gegend läuft, dann ja. Na, Colette. Leute, es tut mir leid. Ich bin wieder eine Belastung für dich, nicht wahr? Was redest du denn da? Du bist doch diejenige, die leidet. Hör auf, dich zu entschuldigen. Okay, tut mir leid, das war klar. Leute, du hast doch meine Schulter gesehen, oder? Ja. Ich frage mich, ob ich mich einfach in einen einzigen großen Exvier verwandeln werde. Dummerchen, das wird nie geschehen. Aber es breitet sich immer weiter aus. Es ist es ja noch unter meinen Kleidern verborgen, aber irgendwann, Colette. Und wenn das geschieht, wirst du mich hassen. Ich habe so viele Probleme verursacht und jetzt verwandelt sich mein Körper auch noch in dieses abstoßende Ding. Es ist nicht abstoßen. Hast du vergessen, was ich dir gesagt habe? Du wirst immer du bleiben. Sogar wenn du zu einem Exvier wirst. Nein, nein, ich werde nicht zulassen, dass du dich in ein Exvier verwandelst. Wirklich? Ja, habe ich dich schon mal, habe ich schon jemals gelogen? Naja, okay. Aber ich habe mein Versprechen gehalten, dir dein Geburtstagsgeschenk zu geben. Also schwöre ich, dass ich dich retten werde. Egal wie. Das verspreche ich dir. Hey, du redest mich doch immer. Was? Verdammt, die Aufnahme. Und du hältst auch immer die Versprechen, du mir gibst. Ja, also Kopf hoch. Wenn du traurig bist, fühlen sich alle traurig. Und ich auch. Ich bin wirklich froh, dass ich dich kennengelernt habe, Lloyd. Und diesmal will ich auch nicht verschwinden. Wirklich nicht. Ich werde doch leben, oder? Ich werde auch weiterhin an deiner Seite sein können, nicht wahr? Natürlich, du stehst doch hier direkt vor mir, lebendig. Ich schwöre, dass du absolut unbedingt zweifellos wieder gesund wirst. Lloyd hat gesprochen. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Lass uns zu Altessa gehen, vielleicht kann er Colette helfen. Ja, egal ob wir Kratos trauen oder nicht, sollten wir für besser erstmal nach Tetaula zurückkehren. Aber können wir ihm trauen? Wir haben keine andere Spur. Wir können also nur weitermachen. Ja, das ist aber für mich ein Zeichen. Erstmal hat sich schon wieder die Gruppe geändert. Ich glaube, die Truppe hat sich. Ja, klar, hat sich die Truppe geändert. Ja.
Oh, Item Rubber. Stardust Cross. Was haben wir noch hier? Grand Charot. Tun wir das mal hier hin. Grand Charot tun wir. Da oben tun wir, weiß ich nicht. Wing Cyclone haben wir da. Grand Charot. Okay, dann. Weiß ich nicht. Können wir was anderes da unten machen. Popo Hammer, Ray Frost, Triple Ray Frost. Machen wir das hier. Zyklon oder Wirbel irgendwas. Ja, ne, was ist eigentlich mit Genis? Du hast so voll viele Dinge eingesetzt. Ich glaube schon nachkommen, egal. So, wir können jetzt zu Altessa gehen, aber weiß nicht. Wir haben aber, glaube ich, jetzt nichts mehr offen hier so. Suche nach Hinweisen. Ja. Weil da jetzt Leute irgendwie die Nebelin-Waffe angesprochen hat, oder Presea, bin ich jetzt doch ein bisschen neugierig. Das heißt, wir können wahrscheinlich ein oder zwei andere Sachen noch machen. Tun wir uns mal mit der kompletten Gruppe hier umschauen. Hier war ein Hund. Genau, hier war ein Hund. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Da, nein. Irgendwo hier war ein Hund. Genau, deswegen sollte ich mich hier nochmal doch ein bisschen umschauen. Eine Bestrafung. Brauchst nicht so viel aufbürgen andauernd. Du stehst hier so verdächtig rum. Bist du aber nicht. Wo ist der Hund? Ich will den Hund. Ich will ihn sofort. Ich will Dinge mit ihm tun. Soll ich meiner Armee anschließen? Die Eltern, was sagen die Eltern jetzt? Na? Was? Also. Ja, voll geil. Seid vorsichtig. Ja, ist gut. Gehen wir mal da oben zu Colette Zimmer mit Colette. Vielleicht ist da jetzt was? Nein, okay. Ja, das geht mit der Nebelin-Waffe. Das hat mich jetzt neugierig gemacht. Irgendwas können wir doch jetzt machen. Wo ist der Hund nochmal? Hier war ein Hund, ich weiß es. Ich kann ihn fühlen. Keine Ahnung. Hier drin war der nicht, ne? Nee. War ja, ich muss ihnen einen Namen geben. Vielleicht ist er ja sogar der letzte Hund. Da ist der Hund. Komm her. Komm her, du. Wuff, wuff, wuff. Der hier ist Bunz. Hier ist immer noch nichts. So, ich glaube, hier können wir nichts erledigen. Ja, ich was passiert, wenn ich allen Hunden einen Namen gebe? Irgendwas wird doch passieren. Meine Armee muss doch irgendwie einen Zweck haben. Die muss doch gegen jemanden kämpfen. So. Zu Altessa oder? Ja. Weiß nicht. Aus des Heils. Ich werde da jetzt nicht jeden. Wir können mal nach Palma Costa gehen, weil da Chocolate doch vielleicht jetzt wieder ist, ne? Ist ja jetzt wahrscheinlich wieder zu Hause. Den können wir ja nach Palma Costa gehen. Das klingt sogar halbwegs logisch. Wie sollt. Hi, na? Palma Costa, wo ist Palma Costa? Wenn da nichts ist, dann weiß ich nicht. Palma Costa, wo ist Palma Costa? Palma Costa, wo ist Palma Costa? Luin könnten wir auch wieder was spenden. Aber jetzt sieht nicht so aus. Jetzt habe ich mir gar nicht gemerkt, wo er ist.
Ja, da. Was sah jetzt einen Moment lang vollkommen zerstört aus. Was? Was? Stimmt. Ah, Palma Costa wurde zerstört. Das war Palma Costa. Leck mich. Oh mein. Stimmt. In der Cutscene. Oh. Er war doch nur geraten. Das war ich, Palma Costa. Oh Gott, das ist ja auch so ein Trick. Ja. Wenn wir jetzt da irgendwas machen an dem Punkt. Was da? Der Turm, der ist jetzt hier. Der Punkt war aber schon viel früher auf der Karte. Ich habe mich immer gewundert, was das für ein Punkt ist. Na gut. Der wird bestimmt noch wichtig. Okay, dann gehen wir mal dahin müssen wir. Machen wir uns auf den Weg nach Tetahalla. Weil einen anderen Anhaltspunkt habe ich jetzt nicht. Verdammt. Habe ich gerade irgendwie so geschockt, ey. Hm, das sieht doch ein bisschen zerstört aus. Oh, das ist zerstört. Was? Was ist das Ding hier? Das war echt Palma Costa. Ma. Miso, genau. Und wer hat jetzt gedacht, der Taler steht noch. Obwohl, vielleicht passiert da noch was. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Boah, mein Hintern, der tut so weh. So, das hat's voll gemacht. Wo ist Miso? Ich muss mir angewöhnen, erst auf die Karte zu gucken und dann sinnlos durch die Gegend zu fliegen. Wollt zu wissen, wohin? Ja, ne, da war ja auch eine Katze mit. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ne? Mythos, mein Gott. Irgendwas scheint ja auch passiert zu sein mit dem. So, alter ist das Haus. Dann würde ich sagen, ich speichere hier. Und wir sehen dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Die Chronicles Edition meine ich natürlich, was hier passieren wird. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.